Seine Geschichte beginnt vor mehr als 2000 Jahren. Ein Königssohn aus dem kleinen Makedonien wird zum größten Eroberer aller Zeiten. Alexander der Große. Damit hat niemand gerechnet, damit, dass jemand versucht, die ganze Welt richtig konkret zu erobern. Und zweitens, dass ihm das auch noch fast gelingen würde. Er ist der Begründer eines riesigen Imperiums, das von Griechenland bis ins Wunderland Indien reicht. Doch er ist noch mehr. Dass ein Feldherr gleichzeitig Entdecker ist, das kannte man vorher nicht. Feldherr und Entdecker. Alexander der Große ist der erste europäische Herrscher, der die Welt erkundet hat, um sie zu erobern. Es gibt nur wenige einzelne Menschen, die die Geschichte so stark beeinflusst haben wie Alexander der Große. Um Alexanders Leben ranken sich viele Legenden, von Anfang an. Es heißt, göttliche Himmelszeichen hätten die Ankunft des außergewöhnlichen Herrschers angekündigt. Alexanders Mutter ist eine Prinzessin vom Stamm der Molosser. Ihr Name Olympias. Ihre Heirat mit dem König von Makedonien ist eine Vernunftsehe. Sie ist bereits seine vierte Frau. Olympias soll ihm endlich einen geeigneten Thronfolger schenken. Vermutlich am 20. Juli 356 vor Christus wird Alexander geboren. Er ist nur der Zweitgeborene, trotzdem ruht auf ihm die Zukunft von Makedonien. Alexander, werde deiner Geburt gerecht. Im 4. Jahrhundert vor Christus ist Griechenland eine Welt im Auf- und Umbruch, in der Götterglaube und Fortschrittsgeist das Leben der Menschen gleichermaßen bestimmen. Die großen Städte sind die Schrittmacher der Entwicklung. Allen voran Athen. Rund um die Akropolis liegt das Zentrum der griechischen Zivilisation, weit weg von Makedonien. Alexanders Heimat liegt nördlich des Olymp, dem Wohnsitz der griechischen Götter. Ein abseits gelegener Bauernstaat, einfach und karg. Ein kleines Königreich, auf das viele Griechen herabblicken. In ihren Augen ist Makedonien rückständig und barbarisch. Kein Ort, der eine große Zukunft verspricht. Das ändert sich erst mit Alexanders Vater, König Philipp II. Er will Makedonien zur Großmacht aufbauen. Erst modernisiert er das Militär, dann erobert er weite Teile von Nordgriechenland. Die Stadtstaaten im Süden aber, wie Sparta, Korinth, Theben und vor allem Athen, stellen sich gegen Philipp. Für die Griechen ist Philipp ein Feind. Für Philipp hingegen ist alles Griechische ein leuchtendes Vorbild. Nach griechischem Ideal treibt der Makedone den Fortschritt in seinem Königreich voran. Das gilt besonders für die Hauptstadt Pella. Philipp lässt die schlichte Siedlung im Stil ihrer großen Metropolen zur prächtigen Residenz ausbauen. Dort wächst Alexander wohlbehütet auf, mit griechischer Bildung, nach makedonischen Regeln. In Makedonien gilt das Recht des Stärkeren, auch oder gerade für einen Königssohn. Nur wer sich im Kampf durchsetzt, eignet sich auch als Herrscher, wie Philipp, Alexanders Vater. Los, verschaff dir den Respekt deiner Kameraden, Alexander!
kannst dich ja nicht mal selbst verteidigen, Schwächling. Komm her. Lass mich. Was ist los mit dir, Sohn? Verzeih, Vater. Ich habe... Du darfst niemals Schwäche zeigen, hörst du? Du musst der Beste sein, in allem, immer. Hör auf. Er ist doch noch ein Kind. Misch dich nicht ein. Makedonien braucht Krieger. Und was bekomme ich von meinen Frauen? Der erste Spross ist schwachsinnig, der zweite ein Schwächling. Ihr macht mich zum Gespött bei Freund und Feind. Alexander, Hephaistion, zeigt, was ihr gelernt habt. Für heute reicht es mir. Was das persönliche Verhältnis von Philipp und Alexander anlangt, denke ich, ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass Philipp zwar 7 verschiedene Ehen eingegangen ist, aber aus diesen Ehen letztlich nur 2 Söhne hervorgegangen sind. Und der zweite, Philipp Aridaios, der ist offenbar den Maßstäben nicht gerecht geworden. Möglicherweise hatte er eine körperliche Behinderung. Also er wird manchmal auch als geradezu schwachsinnig charakterisiert, sodass Alexander der einzige Sohn war, den Philipp aufweisen konnte. Um Anerkennung muss der Kronprinz hart kämpfen. Dabei wird er nicht nur an seinem Vater gemessen. Ein Mosaik aus Pella zeigt Alexander bei der Löwenjagd. In der Pose des Herakles, dem Sohn von Göttervater Zeus. Ein Motiv mit starker Botschaft. Der Löwe ist Sinnbild für Alexanders königliche Abstammung. Die Herakles-Pose für Alexanders göttliche Geburt. Auch Alexanders Eltern glauben an ihre göttliche Herkunft. Und auch ihr mythischer Vater ist Zeus. Man nennt das Stammbaumfiktion. In der Antike nichts Ungewöhnliches. Mit der Überhöhung begründen viele Herrscherfamilien ihre Königswürde. Für den jungen Alexander sind die göttlichen Vorfahren zunächst eine Bürde. Wie soll er ihnen gerecht werden, wenn er nicht einmal den Ansprüchen seiner Eltern genügt? Komm her, mein Liebling. Hör nicht auf deinen Vater. Sein Herz ist aus Stein. Ich tue doch, was er will. Wieso ist er immer enttäuscht von mir? Na komm. Nein. Nicht enttäuscht, er ist neidisch. Denn in deinen Adern strömt wesentlich edleres Blut als in seinen. Mutter, hör auf. Das glaubst du doch selbst nicht. Ich verrate dir ein Geheimnis. In der Nacht, als ich dich empfing, hörte ich ein Donnern. Und ich spürte, wie ein Blitz in meinen Leib fuhr. Aber du bist doch unversehrt. Verstehst du nicht? Zeus hat dich gezeugt. Zeus ist dein Vater. Und Philipp weiß das und ist eifersüchtig auf dich. Olympia selber muss eine sehr dynamische Frau gewesen sein. Alles, was wir über sie wissen, zeigt, dass sie eine Powerfrau war. Und das hat sie Alexander vererbt. Und das hat sie auch mit Alexander verbunden. Alexanders Leitbild aber ist nicht von dieser Welt. Der Junge träumt davon, immer der Beste zu sein und alle zu übertreffen. Wie Achill, der mythische Kriegsheld aus der Sage um den Trojanischen Krieg. Im siegreichen Kampf um Troja spielt Achill die Hauptrolle. Er ist unverwundbar und gilt als tapferster Krieger der Griechen. An seiner Seite kämpft Patroklos, sein treuer Freund. Beide fallen in der Schlacht. Doch ihre Taten machen sie unsterblich. Es ist Aristoteles, einer der größten Gelehrten Griechenlands, der Alexander die Geschichte von Achill nahebringt. Der Königssohn ist gerade 13,
als Aristoteles als Prinzenerzieher nach Pella geholt wird. Alexander soll alles über die griechische Kultur lernen. Kampftechniken, Naturwissenschaften, Philosophie und Literatur. Alles, was ein künftiger Herrscher braucht. Ganz oben auf dem Lehrplan steht die Ilias, das berühmteste Werk der Antike. Jeder Grieche kennt die Erzählung um den Krieg von Troja. Weißt du noch, was Achilles Vater seinem Sohn mit auf den Weg gab? Er soll immer der Beste und allen anderen überlegen sein. Das könnte auch von meinem Vater stammen. Vielleicht ist dein Vater weiser, als es vielen erscheinen mag. Und gelingt es, Achill? Weißt du, Achills Ehrgeiz hat nichts mit dem Ehrgeiz gewöhnlicher Menschen zu tun. Er ist beseelt von heiligem Zorn. Weil er seinen Freund Patroklos rächt und die Leiche des Mörders tagelang durch den Schmutz schleifen lässt? So ist es. Aber er zeigt auch Menschlichkeit, indem er ihm ein würdiges Begräbnis gewährt. Achill hatte die Wahl. Ein langes Leben, das in Vergessenheit gerät, oder ein kurzes Leben und ewigen Ruhm. Den werde ich nie erlangen. Warum nicht? Mein Vater lässt mir nichts übrig. Bis ich mich beweisen kann, hat er ganz Griechenland allein erobert. Komm her, ich zeig dir was. Komm. Lass ihn Griechenland. Vor dir liegt die ganze Welt. Das Perserreich, das bis an den Rand der Welt reicht, bis nach Indien. Vor über 100 Jahren hat ihr König Griechenland überfallen. Er hat unsere Städte verwüstet und die Akropolis in Athen niedergebrannt. Und dann? Was ist dann passiert? Die Griechen haben sich zusammengeschlossen und die Perser vertrieben. Was bleibt dann für mich? Die Perser sind noch immer eine ständige Gefahr. Ihre Soldaten stehen noch immer jenseits des Hellespont, direkt an unserer Türschwelle. Sogar das Grab des Achill ist im Besitz dieser Barbaren. Du willst ewigen Ruhm? Eine die Griechen und führe sie gegen die Perser. Das wäre für wahr die Tat eines Helden. Aristoteles war ein Universalgelehrter, der auf allen Gebieten Bescheid wusste, Sohn eines Arztes. Er hat Alexander die Medizin, die Naturwissenschaft und den Homer natürlich nahegebracht. Alexander hat das sehr begierig aufgegriffen. Und das sind Dinge, die er in seinem späteren Leben als Entdecker und Homer-Verehrer natürlich eine enorme Rolle gespielt haben. 3 Jahre dauert die Ausbildung bei Aristoteles. In der Abgeschiedenheit eines Nymphenheiligtums bei der Ortschaft Mieza findet der Unterricht statt. Dort liegt die Kaderschmiede der künftigen Elite von Makedonien. Die Natur hat viele Geheimnisse. Nur durch Nachdenken alleine aber werdet ihr sie nie entschlüsseln. Geht hinaus in die Welt und beobachtet sie. Ihr müsst sie fühlen, schmecken, riechen, mit all euren Sinnen prüfen und erforschen. Los, probiere es aus. Aha. Beobachten und verstehen. Schau, eine Feder. Und da, das Nest. Los, wir holen uns ein Ei. Da kommen wir nie ran. Der Vogel wird dir die Augen aushacken. Du musst ihn aus dem Nest vertreiben. Und ich greife zu. Viel zu gefährlich. Achill und Patroklos hatten auch keine Angst. Komm. Immer der Beste sein zu wollen, das hat Alexander schnell begriffen. Hephaistion hält seinem besten Freund den Rücken frei. Die beiden sind ein eingeschworenes Team, ein Leben lang. Alexander, der Vogel kommt zurück. Komm schnell wieder runter.
zwischen Mut und Leichtsinn verläuft ein schmaler Grat, mein Junge. Jedes Wagnis will gut überlegt sein, nur dann wird es belohnt. Merk dir das. Dann beweist das Ei in meiner Hand, dass ich nicht leichtsinnig war, sondern mutig. Deine Worte sind klüger als deine Tat, Alexander. Wer aber nur seiner Leidenschaft folgt, handelt ohne Verstand. Ende der Lektion. Alexander soll über seinen Lehrer gesagt haben, er habe ihn geliebt wie einen Vater. Philipp verdanke er sein Leben, Aristoteles aber das gute, rechte Leben. Nach 3 Jahren geht Alexanders Ausbildung dem Ende entgegen. In der Schule des Aristoteles hat er Freunde wie Hephaistion gefunden und die Anerkennung, die ihm am Hofe seines Vaters fehlt. Was will denn dein Vater hier? Er sucht Pferde für die königliche Leibwache. Ich kann es kaum abwarten, bis wir selbst an der Seite des Königs kämpfen. Du vielleicht. Aber glaubst du im Ernst, mein Vater wird mich an seine Seite holen? Was bringst du mir heute? Ein Pferd, das nur eines Königs würdig ist. Das ist Bukephalos, mein bestes Pferd. Warum heißt er Bukephalos? Das heißt auch Ochsenkopf. Einige sagen, er heißt so wegen seines Brandzeichens. Andere meinen, weil er einen Dickschädel hat wie ein Ochse. Ein prachtvolles Tier. Was soll es kosten? Für 13 Talente gehört es dir. Ein stolzer Preis für ein stolzes Pferd. Lass ihn mich mal ansehen. Keiner kann das wilde Tier reiten. Die Chance für Alexander, sich zu beweisen. Nicht durch Kraft, sondern durch aufmerksames Beobachten, so wie er es von Aristoteles gelernt hat. Ich weiß, warum Bukephalos so unruhig ist. Wieso? Warte! Siehst du nicht, dass ich genug wilde Stuten um mich herum habe? Was soll ich da noch mit einem widerspenstigen Hengst? Vater! Ich kann ihn reiten! Na, gib nicht so an. Statt eines gestandenen Mannes ausgerechnet du? Bitte, lass es mich versuchen. Wenn ich ihn nicht zähme, zahle ich dir seinen Preis zurück. Von mir aus. Ich biete dir 6 Talente. Ich will nicht, dass sich mein Sohn in jungen Jahren hoch verschuldet. Hab keine Angst. Du fürchtest dich vor deinem eigenen Schatten, nicht wahr? Dreh dich. Ruhig. Seht ihn euch an. Das ist mein Sohn. Mein Junge sucht dir ein passendes Königreich. Makedonien ist zu klein für dich. Alexanders Pferd Bukephalos ist das berühmteste Tier der Antike. Der Hengst wird zum treuen Wegbegleiter des Kronprinzen. Auch später auf dem Schlachtfeld. Aber dass der Königssohn das Tier gezähmt hat, ist vermutlich nur eine Legende. Sie markiert den Endpunkt von Alexanders Kindheit und erzählt von seinem Führungstalent. Solche Geschichten sind doch Versuche von Menschen, sich etwas ganz Besonderes zu erklären, sich ein besonderes historisches Ereignis oder eine besondere historische Figur, Gestalt zu erklären. Und da kommt dieser Junge und gibt sich geradezu als Pferdeflüsterer und bringt dieses Pferd gleichsam psychologisch zu freiwilligem Gehorsam. Damit beschreibt diese Geschichte eigentlich das mitreißende Charisma Alexanders des Großen. Fest steht, mit 16 eröffnen sich für Alexander neue Wege. Aus dem Jungen ist inzwischen ein durchtrainierter Mann geworden. 340 vor Christus wird der Thronfolger offiziell mündig gesprochen und erhält von seinem Vater die erste Aufgabe. Während der Abwesenheit von König Philipp soll Alexander fortan die Regierungsgeschäfte übernehmen.
Hiermit gebe ich mein Königreich in deine Obhut. Und ernenne dich zum Mitregenten. Seit Philipp die Küsten im Norden der Ägäis unter seine Kontrolle gebracht hat, fühlen sich die Griechen im Kernland zunehmend von ihm bedroht. Vor allem das mächtige Athen wehrt sich gegen seinen zunehmenden Einfluss. Denn als die Perser den Tempel der Stadt niedergebrannt haben, waren die Makedonen auf der Seite der Angreifer. 150 Jahre später erstrahlt die Akropolis wieder in neuem Glanz. Sie ist das Symbol der herausragenden Stellung der antiken Metropole. Am Fuß des Heiligen Bezirks erstreckt sich die Stadt. In Spitzenzeiten leben dort etwa 80.000 Menschen. Die Bewohner Athens leben schon lange in einer Demokratie. Bei wichtigen Entscheidungen haben sie Mitspracherecht. Alleinherrschaft wie in Makedonien oder Persien gibt es nicht mehr. Nicht durch Worte, durch Taten haben unsere Väter und Vorväter uns zu freien Griechen gemacht. Mit ihrem Blut haben sie uns vor der Tyrannei der Perser bewahrt. Aber jetzt ist die Freiheit Athens wieder bedroht durch Philipp, den König der Makedonen. Aber es waren die Perser, die damals unsere Stadt verwüstet haben, nicht die Makedonen. Als Freunde, nicht als Bedrohung, sollten wir sie betrachten. Und deswegen lieber mit ihnen verbündet die Perser angreifen und vernichten. Aber die Makedonen sind keine Griechen, sie sind Barbaren. Und genauso wie diese Perser voller Niedertracht. Wenn wir uns mit ihnen verbünden, dann holen wir uns den Feind direkt ins eigene Haus. Der Konflikt zwischen Athen und Makedonien spitzt sich zu, als Philipp zum obersten Schutzherrn von Delphi gewählt wird. Das Orakel im Tempel des Apollon ist einer der heiligsten Orte aller Griechen. Mit seiner neuen Funktion droht Philipp, die alte Großmacht Griechenlands in den Schatten zu stellen. Das elitäre Athen kann es nicht ertragen, vom Emporkömmling Makedonien überstrahlt zu werden. In ganz Griechenland wird nach Verbündeten gesucht, um den verhassten König zu stoppen. Als Athen und Theben Philipp den Krieg erklären, tritt Alexander mit seinen Gefährten zum Kampf an. Die meisten aus seiner engen Gefolgschaft kennt er aus Kindertagen. Da ist Kleitos, ein erfahrener Kämpfer. Parmenion, der alte General seines Vaters. Dessen Sohn Philotas, der mit Alexander unterrichtet wurde. Genauso wie Ptolemaios und sein bester Freund Hephaistion. Alexander brennt darauf, ins Gefecht zu ziehen. Es ist die erste große Schlacht des Mitregenten. Sie entscheidet über die Vormachtstellung der Makedonen in Griechenland. Die Armeen treffen in der Ebene von Chaironea aufeinander. Alexander steht an der Spitze der königlichen Reiterei. Es geht um Ruhm und Ehre, Leben und Tod, alles oder nichts. Hast du nicht mal gesagt, dein Vater lässt keinen Ruhm mehr für uns übrig? Da habe ich mich wohl geirrt. Macht euch bereit! Auf mein Kommando! Auf Alexander und seine Männer wartet eine große Herausforderung, denn sie sollen den Angriff eröffnen. Wie Achill und Patroklos. Auf beiden Seiten stehen sich rund 30.000 Mann gegenüber. Unter Alexanders Führung kämpft die königliche Reiterei gegen die Heilige Schar, die gefürchtete Elitetruppe aus Theben. Dann gelingt der Durchbruch. Die Makedonen sind nicht mehr aufzuhalten. Der junge Thronfolger hat seine Feuerprobe bestanden. Ja!
Alexander ist der Held von Chaironea. In den Augen der Soldaten hat er sie zum Sieg geführt, auch wenn der Erfolg auf der Strategie seines Vaters beruht. Alexander als Kommandant der Reiter galt als derjenige, der den Sieg herbeigeführt hat. Und das hat natürlich sein Ansehen bei den Makedonen und in gewisser Weise auch bei den Griechen ganz enorm beflügelt und gezeigt, also wenn der König werden sollte, der zeigt es den Leuten. Der Löwe von Chaironea steht für den Mut der gefallenen Soldaten im Kampf gegen die Makedonen. Philipps Königreich ist die neue militärische Supermacht in Griechenland. In Korinth handelt der Makedonenkönig mit Vertretern aller Stadtstaaten ein politisches Bündnis aus. Nur Sparta schließt sich nicht an. Das Ziel lautet, gemeinsam gegen den persischen Erzfeind vorzugehen. Auf dem Rückweg macht Philipp Halt beim Orakel von Delphi. Der Herrscher will wissen, ob er den Gegner besiegen kann. Denn der persische Großkönig herrscht damals nicht nur über das größte Reich, sondern auch über die größte Armee der Welt. Das Orakel spricht durch eine Priesterin, die Pythia. Neblige Dämpfe versetzen sie in Trance, verschaffen ihr Zugang zur Welt und Weisheit der Götter. So glaubt man im antiken Griechenland. Armen Bittstellern antwortet sie auf Fragen nur mit Ja oder Nein. Reichen wie Philipp aber bietet sie exklusive Weissagungen. Immer aber bleiben ihre Prophezeiungen rätselhaft. Sie sagt, begrenzt ist der Stier. Er findet sein Ende. Und das ist der, der ein Opfer dabei wird. Sie spricht also von einem Opferstier. Ein Zeichen für den Tod des Königs. Aber auf welchen König bezieht sie sich bloß? Den Perserkönig? Oder Philipp? Die Priester entscheiden allein, welche Botschaft sie dem Makedonenkönig überbringen. Je üppiger die Bezahlung, desto brauchbarer fällt die Antwort aus. Du wolltest wissen, ob du die Perser besiegen wirst. Das Orakel hat gesprochen. Der König wird sterben. Philipp deutet die Antwort als Zeichen für seinen sicheren Sieg. Was ist mit dir, Alexander? Es geht los. Wir ziehen gegen die Perser. Wir? Wohl kaum. Mein Vater hat sich anders entschieden. Bevor wir nach Persien ziehen dürfen, geht Parmenion als Vorhut voraus. Ohne uns. Was? Ohne uns? Hat dein Vater schon vergessen, wem er den Sieg in Chaironea verdankt? Was glaubt er? Ich glaube, er fürchtet, ich sei besser als er. Du solltest dir weniger Sorgen um Philipp machen, als um seine neue Frau. Mutter, warum? Vater hatte immer viele Frauen. Warum sollte mich genau seine neueste stören? Sei nicht dumm. Dein Vater wird dich jetzt fallen lassen. Mutter, bitte. Denn ihm ist seine neue Braut wichtiger, als ich es je sein konnte. Nicht wegen ihrer Schönheit, sondern weil sie eine echte Makedonin ist. Und wenn sie dem König einen Sohn schenkt, bekommt er den Thron. Lasst uns anstoßen! Lasst uns trinken auf das Königspaar. Heil ihnen! Auf dass es uns ein Thronfolger reinen makedonischen Blutes schenke. Siehst du? Was willst du damit sagen? Alexander! Aus ihm spricht der Wein. Er ist es nicht wert. Ich bin der Thronfolger. Entschuldige dich, Alexander. Attalos ist mein Gast. Ich entschuldige mich. Wenn du mir den nötigen Respekt zollst. Noch bin ich der König. Noch bin ich der König. Noch entscheide ich.
Und du hast mir zu gehorchen. Gehorche! Dir gehorchen? Schau dich doch mal an! Du willst dein Heer gegen die Perser führen? Du schaffst es nicht mal von einem Tisch zum anderen. Ihr Sturköpfe, gemeinsam habt ihr Griechenland im Kampf vereint und jetzt streitet ihr im eigenen Haus. Komm, wir sind hier nicht mehr erwünscht. Geh nur. Ich will dich nie wiedersehen. Alexander und seine Mutter gehen ins Exil nach Epirus, in die Heimat von Olympias. Ein kleines Küstengebiet am Ionischen Meer. Monate vergehen ohne jeglichen Kontakt zwischen Vater und Sohn. Sollte es zu keiner Versöhnung kommen, ist Alexanders Rolle als Thronfolger in Gefahr. Zudem wird er dringend für den Persienfeldzug gebraucht. Der makedonische Hof schickt einen Diplomaten nach Epirus. Du hast nach mir gerufen, Mutter? Alexander. Mein alter Freund. Demaratos kommt vom Hof deines Vaters. Er sagt, Philipp will sich wieder mit dir versöhnen. Hat er das gesagt? Du kennst ihn. Eine Entschuldigung kommt ihm noch schwerer über die Lippen als Lob. Aber ich versichere dir, er bereut euren Streit und wünscht sich nichts sehnlicher als die Rückkehr seines Sohnes. Nichts als leere Worte. Hat dich Philipp nicht genug gedemütigt? Statt vor ihm in die Knie zu gehen, solltest du dir holen, was dir berechtigterweise zusteht. Mit dem Schwert in der Hand. Aber er ist mein Vater. Zeus ist dein Vater. Lass uns allein. Mutter. Ich habe gelernt, zwischen Mut und Leichtsinn zu unterscheiden. Der gesamte makedonische Adel ist auf Vaters Seite. Dann gewinne ihre Unterstützung. Sieh dich an, mein Sohn. Du bist alles, was Philipp nicht ist. Er ist grob und du bist edel. Er ist ein Krieger, aber du bist ein König. Mutter, hör auf damit. Ich werde nicht die Hand gegen meinen eigenen Vater erheben. Er ist nicht dein Vater. Es ist nicht sein Blut, das in dir fließt. Wir sind ihm nicht schuldig. Olympias und Alexander, die haben gemeinsame Interessen. Und Olympias Einfluss ist nur garantiert über den Sohn. Möglicherweise ist ihr Leben nur garantiert, wenn der Sohn entsprechend an der Macht bleibt. Alexander muss zurück an den Königshof. Trotzdem vergeht fast ein Jahr, bis er nach Makedonien zurückkehrt. Eine Hochzeit zwischen den Häusern von Philipp und Olympias soll die Familie wieder vereinen. Der Streit hat für Unruhe gesorgt. Im Interesse des Königreichs wollen Vater und Sohn jetzt Einigkeit und Stärke demonstrieren. Was König Philipp nicht ahnt, unter den Gästen ist ein Mörder. Seht her, Vater und Sohn wieder vereint. Aber nicht jedem scheint die Versöhnung zwischen Vater und Sohn zu passen. Alexanders Vater fällt einem Attentäter zum Opfer. Vater. Es ist Philipps eigener Leibwächter, der den König niedergestreckt hat. Vater! Helf dir doch jemand! Doch für Philipp kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt mit 46 Jahren.
König Philipp ist tot! Es lebe König Alexander! Der Weg zur Macht ist frei. Alexander ist der neue König von Makedonien und oberster Heerführer von Griechenland. Lang lebe König Alexander! Lang lebe! Schnell kochen Gerüchte hoch, ob Alexander oder seine Mutter hinter der Bluttat stecken. Beide haben ein Motiv. Besonders verdächtig ist Olympias. Ihre Stellung am Hof ist gefährdet, seit Philipp eine neue Frau hat. Und sie fühlt sich durch die Nebenbuhlerin gedemütigt. Womöglich geht es nur um Rache. Wenn Olympias vorher den Eindruck erweckt hat, dass sie ihre Stellung halten möchte am Hof, dass sie sich für ihren Sohn Alexander einsetzen möchte, dann war das möglicherweise schon zu viel für die Quellen der antiken Welt, die sie entsprechend dann als Frau beschrieben haben, die eben tut, was ihr nicht zukommt. Und dann ist der nächste Schritt bei einer solchen Frau, dass sie die Ehe bricht, dass sie vergiftet, dass sie zum Mord anstiftet. Alexander lässt seinen Vater nach makedonischem Brauch bestatten. Die Grabanlage in Vergina liegt unter einem Hügel. Ob es sich wirklich um das Grab von König Philipp handelt, ist jedoch umstritten. Dafür spricht die überaus reiche Ausstattung der Grabkammer. Wohin das Auge blickt, glänzt Gold. Die feinzisilierte Krone ist ebenso aus dem edlen Metall wie die reich verzierte Urne für die königliche Asche. Den deutlichsten Hinweis aber liefert das Motiv auf dem Deckel der Urne. Dort prangt der Stern von Vergina, das Symbol der makedonischen Könige. Philipps Tod ebnet Alexander den Weg auf den Thron. Aber er ruft auch die alten Widersacher auf den Plan. Wie sein Vater muss auch der junge König seine Herrschaft durchsetzen. Und das nicht nur in der Heimat. Alexander fängt wieder bei Null an. Allen voran nutzen die Athener den Machtwechsel, um die makedonische Vorherrschaft über Griechenland erneut in Frage zu stellen. Die Götter haben unsere Gebete erhört. Sie haben den Tyrannen Philipp mit dem Tod bestraft. Jetzt müssen wir handeln. Jetzt ist die Stunde, sich gegen Alexander aufzulehnen und Chaironeia zu retten. Für die Freiheit Athens. Zu den Waffen. Als erstes proben die Stämme im Norden den Aufstand. Dann die großen Stadtstaaten, angeführt von Athen und Theben. Keiner will zu spät kommen, wenn das Feld des Bären verteilt wird. Doch noch ist der Bär nicht erlegt. Alexander zieht im Eilmarsch von den Kriegsschauplätzen im Norden vor die Tore Thebens. Doch bevor er die Stadt stürmt, setzt er auf Diplomatie. Er will die Thebaner verschonen, wenn sie sich unterwerfen. Und? Die Thebaner geben nicht nach. Sie sagen, dass sie lieber für ihre Freiheit kämpfen wollen, statt sich einem Tyrann zu unterwerfen. Einige glauben sogar, du seist im Kampf gefallen. Dann wird sie wohl ein Toter das Fürchten lernen. Weil die Thebaner nicht freiwillig aufgeben, statuiert Alexander ein Exempel. Seine Truppen erobern die Stadt und machen sie dem Erdboden gleich. Mehr als 6000 Menschen sterben. Es sollen keine Zweifel aufkommen, weder bei Feind noch Freund. Alexander ist entschlossen, seine Macht durchzusetzen, mit allen Mitteln. Selbst den Überlebenden des Massakers gewährt er keine Gnade und schickt sie in die Sklaverei. Niemals Schwäche zeigen. Diese Lektion hat Alexander gelernt.
Die Zerstörung Theben war ein ganz klares Signal für alle Städte in Griechenland, die die Idee hatten, wir schütteln die Vorherrschaft Makedoniens ab, die eben darin bestand, dass der König von Makedonien der Heerführer des korinthischen Bundes war. Die Bürger Athens an Alexander, den König von Makedonien, den neuen Führer des Bundes von Korinth. Wir feiern dich und gratulieren dir zur Züchtigung Thebens. Wir erneuern den Schwur, den wir deinem Vater geleistet haben, und versichern, dir als Wahrer und Verteidiger des Friedens allzeit beizustehen. Endlich kann Alexander das Erbe seines Vaters antreten, als oberster Heerführer von ganz Griechenland. Als nächstes steht der Rachefeldzug gegen die Perser auf dem Programm. Die Vorbereitungen laufen schon seit 2 Jahren. Im Frühjahr 334 vor Christus ist Alexanders Heer gerüstet. Der Auftrag seiner Bündnispartner ist eindeutig. Der Makedone soll die von Persern besetzten Provinzen in Kleinasien befreien, denn dort leben viele Griechen. Alexander ist fest entschlossen, es Achill gleichzutun. Wie der mythische Held will er den Griechen den Sieg bringen. Mit einem Gefolge von fast 40.000 Soldaten überquert der Makedone die Meerenge zwischen Europa und der heutigen Türkei. Noch bevor der Feldzug beginnt, sucht Alexander mit seinen Gefährten das Ehrengrab von Achill auf. Er bringt dort Opfer dar und lässt seine Rüstung weihen. Damit will er seinen Leuten zeigen, dass er sich in einer Reihe mit dem größten Helden der Antike sieht. Mit der Ehrenbezeugung an Achill erhebt Alexander das Kriegsvorhaben gegen den Erzfeind zur heiligen Mission. Den Schutz der Götter werden die Soldaten brauchen, denn das Risiko, auf dem Schlachtfeld zu sterben, ist hoch. Bislang ist es noch niemandem gelungen, die Weltmacht Persien in die Knie zu zwingen. Alexander fürchtet den Tod nicht, wie es heißt. Ihn treibt die Sehnsucht, die Bahnen eines gewöhnlichen Lebens zu sprengen und Außerordentliches zu leisten. Und je größer der Gegner, desto größer ist Alexanders Ruhm. Sein Vormarsch beginnt im Frühjahr. Am Fluss Granikos versucht ihn ein persisches Söldnerheer zu stoppen. Vergeblich. An der Spitze der Reiterei führt Alexander seine Männer zum ersten Sieg gegen eine zahlenmäßig überlegene Armee. Am persischen Hof in Babylon hat man den Angreifer aus Makedonien offenbar unterschätzt. Denn statt der Hauptstreitmacht wurden gekaufte Krieger aus den Randgebieten des Reiches in die Schlacht geschickt. Großkönig Dareios hat auf sie vertraut. Ein Fehler, wie sich herausstellt. Mein König, ich bitte um Vergebung für die schlechte Nachricht, die ich dir überbringen muss. Alexander hat gesiegt. Wie ist das möglich? Alexander hat zwar viel weniger Soldaten als wir, aber er geht taktisch äußerst geschickt vor, und das nicht nur auf dem Schlachtfeld. Wie meinst du das? Er verspricht eine demokratische Verfassung nach dem Vorbild Athens für jede Stadt, die ihm kampflos die Tore öffnet. Und er verspricht allen, dass sie dir keinen Tribut mehr zahlen müssen. Ist das so? Ich habe gehört, er herrsche in Makedonien selbst wie ein König. Von wegen Herrschaft des Volkes, das ist alles Unsinn. Also, was will er wirklich? Die Griechen wollen Rache nehmen für die Zerstörung Athens und die Besetzung Kleinasiens. Alexander aber will noch mehr. Und was?
Macht. Er will meinen Thron. So ist es. Du solltest die Verteidigung deines Reiches nicht länger deinen Vasallen überlassen. Wer könnte unser Heer besser führen als du selbst? Er wird es bereuen, dass er den Schoß seiner Mutter verlassen hat. Sammle unsere Truppen. Sag ihnen, ihr König, zieht in den Krieg. Von den Grenzen Griechenlands über die heutige Türkei, sämtliche Staaten im östlichen Mittelmeerraum, bis ans Ende der damals bekannten Welt, das ferne Indien, erstreckt sich das Riesenreich der Perser. Zigtausende Quadratkilometer aus Bergen und Gebirgszügen, Wadis und Wüsten, undurchdringlichen Dschungeln und endlosen Küsten. Die alles überstrahlende Hauptstadt des Reiches heißt Persepolis. Das religiöse Zentrum liegt im Mutterland der Perser, im Süden des heutigen Iran. Obwohl die Paläste längst verfallen sind, vermitteln sie einen Eindruck von der Pracht und Machtfülle ihrer Erbauer. Reliefs zeigen die vielen Nationalitäten des Riesenreiches. Syrer, Ägypter, Inder gehören dazu. Außerdem Araber. Sie alle sind angetreten, um dem Großkönig am Neujahrsfest Geschenke zu bringen. Die Perser sind ein Vorbild. Unter ihrer Herrschaft leben verschiedenste Völker friedlich vereint. Doch manche wehren sich gegen die Fremdbestimmung. Das Perserreich steht in der Tradition der orientalischen Weltreiche, der assyrischen, der sumerischen Großreiche. Auch der Weltreichsgedanke ist fest verankert bei den Persern. Und sie haben es ja tatsächlich jahrelang geschafft, also eine politische Ordnung aufzubauen, die ein Zusammenleben in diesen Räumen, in diesen riesenhaften Räumen ermöglichten. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht verkennen, dass das Perserreich große Schwächen hatte. Und auch in Kleinasien haben sich immer Widerstände gegen die persische Herrschaft gezeigt. Und das sind alles Dinge, die Alexander genutzt hat. Deswegen konnte Alexander auch innerhalb des Perserreiches als Befreier auftreten. Im ersten Kriegsjahr konzentriert sich Alexanders Armee auf die Rückeroberung ursprünglich griechischer Kolonien, ganz im Sinne des offiziellen Auftrags. In wenigen Monaten nimmt er viele Küstenstädte ein: Ephesus, Milet, Halikarnassos, Xanthos und Side. Er kontrolliert weite Teile der heutigen Türkei, als er in Gordion sein Winterquartier aufschlägt. Dort bestaunt er den Wagen des Phrygerkönigs Gordius, der in einem Tempel steht. Und das soll der Wagen eines Königs sein? Es heißt, er gehörte Gordius, dem König der Phryger. Als die Phryger einen König gesucht haben, befahl ihnen das Orakel, den ersten Mann zu wählen, der ihnen auf einem Wagen begegnet. Und das war zufällig Gordius? So schnell wird man hier also König. Ja, aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Siehst du den Knoten da? Was ist damit? Es heißt, wem es gelingt, diesen Knoten zu lösen, wird Herrscher über das gesamte Perserreich. Der Knoten scheint weder Anfang noch Ende zu haben. Vermutlich ist die Geschichte vom gordischen Knoten nur eine Legende. Aber sie sagt viel über das Alexanderbild der Antike. Diese Sache mit dem Schwert, ich meine, die spricht ja nun wirklich für sich. Sie sagt, Alexander, ich mache das auf meine Methode. Alle Leute sind gescheitert, aber ich zeige ihnen, wie man das macht. Und das hatte natürlich demonstrative Wirkung, auch für die Einheimischen und für die Öffentlichkeit. In der Zwischenzeit formiert der Perserkönig den Widerstand gegen die Eindringlinge. Im heutigen Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien zieht er seine Truppen zusammen. Auch Alexander setzt seine Armee in Bewegung. Er kann es kaum erwarten, sich mit dem Großkönig zu messen.
Doch in seinem Eifer zieht er an den Persern vorbei. Eine gefährliche Situation, denn mit den Persern im Rücken ist keine Umkehr mehr möglich. In Issos stellt sich Alexander dem Gegner. Der König der Makedonen und mächtigste Mann Griechenlands gegen Darius, den persischen Weltherrscher mit über 70.000 Kriegern. Männer! Der Feind steht zwischen uns und unserer Heimat. Wir werden siegen oder untergehen, denn ein Rückzug ist ausgeschlossen. Doch lasst euch nicht vom Glanz und der Größe unseres Gegners blenden. Ich sehe, was ihr seht. Doch keiner von euch sieht es mit meinen Augen. Der Großkönig unterschätzt uns. Also habt Mut, denn das ist nicht das erste Mal, dass wir vor einer Übermacht stehen. Und es ist nicht das letzte Mal, dass wir siegen! Ja! Darius ist siegessicher. Er vertraut auf die zahlenmäßige Überlegenheit seines Heeres. Der Makedone setzt dagegen auf die Erfahrung seiner Gefährten, die hochgerüstete Armee und die Schnelligkeit seiner Reiterei. 3-3-3 bei Issos Keilerei. Eine zeitgenössische Darstellung der Schlacht zeigt der Alexander-Sarkophag. Der Makedonenkönig ist der Held der Szene. Die Reliefs vermitteln eine Vorstellung vom Ablauf des Kampfes. Anfangs gerät Alexander unter Bedrängnis. Die Perser gewinnen die Oberhand. Doch unter seiner Führung gelingt den Makedonen schließlich der Durchbruch. Nur im Nahkampf sind die Perser den Makedonen unterlegen. Doch Alexander konzentriert seine Reiterei nicht darauf, sondern greift den Großkönig selbst an. Darius flieht und die persische Armee muss aufgeben. Die Erfolge Alexanders des Großen liegen zunächst darin, dass er sich zum Teil überraschend verhält. Man könnte fast sagen, das ist wie beim Fußball. Wer nicht mit einer berechenbaren Strategie kämpft, sondern überraschend schießt auch mehr Tore. Und insofern ist Alexanders Strategie eigentlich militärisch höchst riskant, scheinbar ohne Überlegung, immer gerade da anzugreifen, wo der Gegner am stärksten ist. Darius zieht sich nach Babylon zurück. Alexander setzt ihm nach und stößt dabei auf das verlassene Prunkzelt des Großkönigs. Das also heißt es, Großkönig zu sein. Und das ist nur sein Zelt. Wie sehen denn erst seine Paläste aus? Hier, seht mal, welch kostbare Beute ich euch bringe. Mutter und Töchter des Großkönigs. Ehrwürdiger König, du hast mir meinen Sohn genommen. Ich flehe dich an, verschone wenigstens meine Töchter. Dein Sohn lebt. Er ist geflohen, aber ich führe Krieg gegen ihn, nicht gegen dich. Bitte verzeih mir, ich... Ihr werdet weiterhin mit königlichem Respekt behandelt. Ich verspreche euch, keiner meiner Männer vergeht sich ungestraft an den Frauen der Perser. Alexander, das ist unser gutes Recht, das Recht des Siegers. Was soll das für ein schäbiges Recht sein? Philotas, ihren Männern gegenüber haben wir Tapferkeit bewiesen, Heldenmut und Stärke gezeigt. Aber bei ihren Frauen sollen wir schwach werden und uns wie Feiglinge verhalten? Nein.
dass er die Frauen des Daraios verschonte, wird oft als besonders ritterliche Geste Alexanders des Großen ausgelegt. Das wage ich nicht zu beurteilen. Auf jeden Fall ist doch ziemlich klar, dass das für ihn ein unglaubliches Faustpfand war. Er hatte Geiseln in der Hand, die anständig zu behandeln, gebot sich von selbst, wenn man sich auf eine Stufe mit dem Großkönig stellt. Statt Dareios weiter zu verfolgen, führt Alexander seine Armee erst einmal nach Süden. Er will Dareios Verbündete am Mittelmeer bezwingen, damit sie ihm nicht in den Rücken fallen. Die meisten feiern ihn als Befreier. Tyros aber will nicht kampflos aufgeben. Wie alle, die sich Alexander in den Weg stellen, wird auch Tyros grausam bestraft. Danach zieht Alexander weiter ins persisch besetzte Ägypten. Nicht unbedingt aus militärischer Notwendigkeit, sondern eher aus Neugier auf die alte Hochkultur. Viele Griechen bewundern das Pharaonenreich. Die Herrschaft über Ägypten verspricht Alexander höchstes Ansehen in der Heimat. Er tritt dort nicht als Eroberer auf, sondern besucht die Tempel und betet zu den Göttern der Ägypter. Dafür feiern sie ihn als Befreier vom persischen Joch und verehren ihn als neuen Pharao. Mehr noch, sie sehen ihn als Sohn des Sonnengottes Amun-Re, für Alexander eine Bestätigung seiner gottgleichen Stellung. Im geliebten Land will der Makedone ein Zeichen setzen. Deswegen gründet er die Stadt Alexandria. Sie entwickelt sich zu einer der größten Metropolen des Mittelmeers. Insgesamt gründet Alexander mindestens 10 Städte. Alexandria ist weder die erste noch die letzte, aber die größte und glanzvollste. Dass Alexander Städte gegründet hat, hat zunächst mal eine ganz besondere Bedeutung, weil es zeigt, ihm war es nicht darum getan, irgendetwas mal kurz zu erobern, sondern er wollte eine dauerhafte Herrschaft begründen. Und am besten können wir das nachvollziehen bei der Gründung von Alexandria. Hier hat er schon im Blick die gewaltigen Ressourcen, die Ägypten und der Orient zu bieten hatten, die wirtschaftlichen Ressourcen. Hier wird eine große Hafenstadt geplant, die Welt des Nils, das reiche Ägypten, mit der Welt des Mittelmeers wie ein Scharnier verbindet. Alexander hat aber noch größere Reichtümer vor Augen. Und die findet er im Perserreich. Im Frühjahr 331 vor Christus macht sich der Feldherr auf den Weg. Ihn kann nichts mehr aufhalten. Nicht einmal ein Friedensangebot des Großkönigs. Alexanders Armee hat den Euphrat überschritten. Also hat er mein Angebot nicht angenommen. Wie viele Soldaten hat er? Unsere Späher schätzen sie auf 40.000 Mann. 40.000. Wir sind ihm haushoch überlegen. Wir können mehr als doppelt so viele aufbieten. Alexander zieht an den östlichen Tigris. Dort erwartet ihn Dareios bei Gaugamela im heutigen Irak. Diesmal hat der Perserkönig eine weite Ebene gewählt, in der sich sein riesiges Heer voll entfalten kann. Ohne die Gunst der Götter zieht kein Grieche in den Kampf. Am Vorabend der Schlacht vollzieht der Priester das Ritual. Alexander und seine Gefährten haben gute Gründe, himmlischen Beistand zu suchen. Denn dieses Mal hat Dareios seine Hauptstreitmacht aufgeboten. Das sind mehr als 100.000, Alexander. Warum hast du Dareios Friedensangebot nicht angenommen? Was hat er dir für seine Familie geboten? Alle Länder westlich des Euphrats und 10.000 Talente. Nicht mehr, als wir uns bereits genommen haben. Es ist leicht, etwas anzubieten, was man gar nicht mehr besitzt. Ich hätte sein Angebot angenommen, statt jetzt alles aufs Spiel zu setzen. Wäre ich du, Parmenion, hätte ich das vielleicht auch gemacht. Aber so wenig, wie es zwei Sonnen am Himmel geben kann, so wenig kann es zwei Könige geben, die über Persien herrschen. Ach, und ich dachte, es geht hier um Rache für die feigen Überfälle der Perser auf unsere Heimat. Aber darum geht es offensichtlich längst nicht mehr.
Du willst es deinem toten Vater beweisen. Du willst größer sein als er, größer sein als alle Helden Griechenlands. Und wenn es so ist? Bisher haben wir nur Länder befreit, die von den Persern unterworfen worden sind. Hier und jetzt stehen wir in ihrem Land und unterwerfen sie. Dann lass uns die Perser überraschen und noch heute Nacht angreifen. Das wäre feige. Ich will den Sieg nicht stehlen. Ich will, dass wir ehrenhaft kämpfen. Aug um Aug, bei Tagesanbruch. Ihr habt's gehört. Schlagt euer Lager auf. Wir könnten doch wenigstens das Gelände erkunden. Wenn ihr so wollt. Also trefft alle nötigen Vorkehrungen und ruht euch dann aus. Uns steht Großes bevor. Das Superheer von Darius erstreckt sich über 5 Kilometer. Ein Frontalangriff ist völlig aussichtslos. Also startet Alexander ein Ablenkungsmanöver. Der Makedone reitet zunächst parallel zu den persischen Reihen, während seine Fußtruppen im Zentrum zum Sturm ansetzen. Die Perser sollen glauben, dass er sie überflügeln will. Dabei lockt er seine Gegner nur so lange hinter sich her, bis ihre Front auseinanderreißt. Dann machen Alexander und seine Gefährten eine Kehrtwendung. Sie preschen in die Lücke im Zentrum, um Darius anzugreifen. Nur die Leibwache steht ihnen noch im Weg. Darius sieht regungslos zu, wie ihm Alexander immer näher kommt. König, es ist zu gefährlich. Nimm mein Pferd und bring dich in Sicherheit. Weglaufen? Wieder? Du musst. Nur solange du lebst, ist dein Reich nicht verloren. Los! Alexander! Mein Vater braucht dich an der linken Flanke. Sonst schirmen die Perser unser Lager. Das kann doch nicht wahr sein, diese alte Narr! Darius! Wieder entkommt Darius. Und wieder besiegelt seine Flucht die Niederlage der Perser. Antike Künstler halten das Duell für die Nachwelt fest. Heute würde man Alexanders Kampf gegen Darius als Angriffskrieg ächten. Doch damals feiert man ihn als glorreichen Sieger. Nicht nur in Griechenland. Der Sieg in Gaugamela zeigte der persischen Öffentlichkeit, dass auf die persische Militärmacht nicht mehr zu vertrauen war. Alexander musste ja keine von den großen persischen Städten erobern. Babylon hat ihm die Tore geöffnet, Susa haben die Tore geöffnet, Ekbatana hat ihm die Tore geöffnet. Komm rein, nicht wahr? Hier hast du die Schätze. Das heißt, die Perser selber haben Abschied genommen von den Achämeniden und von Darius. 331 vor Christus erreicht Alexander Babylon, die größte und wichtigste Metropole im Orient. Unter Jubel wird er dort empfangen. Der Regierungssitz der Perser blickt auf eine über 1000-jährige Geschichte zurück. Berühmt ist der Tempel zu Ehren von Gott Marduk, besser bekannt als Turm zu Babel. Was habe ich dir gesagt?
Das Zelt des Großkönigs war nur ein kleiner Vorgeschmack. Unglaublich. Sogar das stolze Athen erblasst beim Anblick Babylons. Dies ist die schönste und prächtigste Stadt, die ich jemals gesehen habe. Alexander und Hephaistion kennen Babylon und das Perserreich bislang nur aus Erzählungen. Die Pracht und den Luxus, den sie dort vorfinden, passt nicht zu den Beschreibungen ihres alten Lehrers Aristoteles. Der große Grieche hat behauptet, Perser und Babylonier seien Barbaren. Doch Alexander entdeckt etwas völlig anderes. Für ihn offenbart sich Babylon als Hochkultur. Er, der König aus dem kleinen Makedonien, hat es geschafft. Er ist der neue Großkönig des persischen Universalreiches. Von Babylon aus will Alexander regieren. Und er will die Stadt noch prächtiger ausbauen lassen. Und Aristoteles nennt die Babylonier Barbaren? Weil er wohl nie ihre Stadt gesehen hat. Wenn Barbaren solche Wunder vollbringen? Dann will ich gern ihr König sein. Von Babylon aus zieht Alexander weiter nach Susa und dann nach Persepolis. Dort liegt der persische Staatsschatz, den er braucht, um die hohen Kriegskosten zu decken. Für die meisten seiner Männer ist Persepolis das Ziel ihrer Mission. In Persepolis wollen die Makedonen ihren Rachefeldzug gegen die Perser zu Ende bringen. Wir haben uns auf dem Schlachtfeld an den Persern gerecht. Lasst uns das Werk vollenden. Mit einer Fackel. Hoi! 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 Alexander! Hoi! 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 Was soll das? Du bist jetzt König von Persien. Wieso willst du deinen eigenen Palast niederbrennen? Vielleicht hat er recht. Was seid ihr für Männer? Ihre Frauen dürfen wir nicht schänden und nun versagen wir uns auch noch ein Freudenfeuer. Seht so eure Rache aus? Mein Sohn, lass es gut sein. Wir haben unsere Mission erfüllt. Wir sollten endlich nach Griechenland zurückkehren. Niemals! Bevor Dareios nicht vor mir im Staub liegt, gibt es...
Dort wächst Alexander wohlbehütet auf, mit griechischer Bildung, nach makedonischen Regeln. In Makedonien gilt das Recht des Stärkeren, auch oder gerade für einen Königssohn. Nur wer sich im Kampf durchsetzt, eignet sich auch als Herrscher, wie Philipp, Alexanders Vater. Los, verschaff dir den Respekt deiner Kameraden, Alexander! Du kannst dich ja nicht mal selbst verteidigen, Schwächling. Komm her. Lass mich. Was ist los mit dir, Sohn? Verzeih, Vater. Ich habe... Du darfst niemals Schwäche zeigen, hörst du? Du musst der Beste sein, in allem, immer. Hör auf. Er ist doch noch ein Kind. Misch dich nicht ein. Makedonien braucht Krieger. Und was bekomme ich von meinen Frauen? Der erste Spross ist schwachsinnig, der zweite ein Schwächling. Ihr macht mich zum Gespött bei Freund und Feind. Alexander, Hephaistion, zeigt, was ihr gelernt habt. Für heute reicht es mir. Was das persönliche Verhältnis von Philipp und Alexander anlangt, denke ich, ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass Philipp zwar 7 verschiedene Ehen eingegangen ist, aber aus diesen Ehen letztlich nur 2 Söhne hervorgegangen sind. Und der zweite, Philipp Aridaios, der ist offenbar den Maßstäben nicht gerecht geworden. Möglicherweise hatte er eine körperliche Behinderung. Also er wird manchmal auch als geradezu schwachsinnig charakterisiert, so dass Alexander der einzige Sohn war, den Philipp aufweisen konnte. Um Anerkennung muss der Kronprinz hart kämpfen. Dabei wird er nicht nur an seinem Vater gemessen. Ein Mosaik aus Pella zeigt Alexander bei der Löwenjagd, in der Pose des Herakles, dem Sohn von Göttervater Zeus. Ein Motiv mit starker Botschaft. Der Löwe ist Sinnbild für Alexanders königliche Abstammung. Die Herakles-Pose für Alexanders göttliche Geburt. Auch Alexanders Eltern glauben an ihre göttliche Herkunft. Und auch ihr mythischer Vater. Mitregenten. Seit Philipp die Küsten im Norden der Ägäis unter seine Kontrolle gebracht hat, fühlen sich die Griechen im Kernland zunehmend von ihm bedroht. Vor allem das mächtige Athen wehrt sich gegen seinen zunehmenden Einfluss. Denn als die Perser den Tempel der Stadt niedergebrannt haben, waren die Makedonen auf der Seite der Angreifer. 150 Jahre später erstrahlt die Akropolis wieder in neuem Glanz. Sie ist das Symbol der herausragenden Stellung der antiken Metropole. Am Fuß des Heiligen Bezirks erstreckt sich die Stadt. In Spitzenzeiten leben dort etwa 80.000 Menschen. Die Bewohner Athens leben schon lange in einer Demokratie. Bei wichtigen Entscheidungen haben sie Mitspracherecht. Alleinherrschaft wie in Makedonien oder Persien gibt es nicht mehr. Nicht durch Worte, durch Taten haben unsere Väter und Vorväter uns zu freien Griechen gemacht. Mit ihrem Blut haben sie uns vor der Tyrannei der Perser bewahrt. Aber jetzt ist die Freiheit Athens wieder bedroht durch Philipp, den König der Makedonen. Aber es waren die Perser, die damals unsere Stadt verwüstet haben, nicht die Makedonen. Als Freunde, nicht als Bedrohung, sollten wir sie betrachten. Und deswegen lieber mit ihnen verbündet die Perser angreifen und vernichten. Aber die Makedonen sind keine Griechen, sie sind Barbaren. Und genauso wie diese Perser voller Niedertracht.
Wenn wir uns mit ihnen verbünden, dann holen wir uns den Feind direkt ins eigene Haus. Der Konflikt zwischen Athen und Makedonien spitzt sich zu, als Philipp zum obersten Schutzherrn von Delphi gewählt wird. Das Orakel im Tempel des Apollon ist einer der heiligsten Orte aller Griechen. Mit seiner neuen Funktion droht Philipp, die alte Großmacht Griechenlands in den Schatten zu stellen. Das elitäre Athen kann es nicht ertragen, vom Emporkömmling Makedonien überstrahlt zu werden. In ganz Griechenland wird nach Verbündeten gesucht, um den verhassten König zu stoppen. Als Athen und Theben Philipp den Krieg erklären, tritt Alexander mit seinen Gefährten zum Kampf an. Ich, Alexander! Der Weg zur Macht ist frei. Alexander ist der neue König von Makedonien und oberster Heerführer von Griechenland. Lang lebe König Alexander! Lang lebe! Schnell kochen Gerüchte hoch, ob Alexander oder seine Mutter hinter der Bluttat stecken. Beide haben ein Motiv. Besonders verdächtig ist Olympias. Ihre Stellung am Hof ist gefährdet, seit Philipp eine neue Frau hat. Und sie fühlt sich durch die Nebenbuhlerin gedemütigt. Womöglich geht es nur um Rache. Wenn Olympias vorher den Eindruck erweckt hat, dass sie ihre Stellung halten möchte am Hof, dass sie sich für ihren Sohn Alexander einsetzen möchte, dann war das möglicherweise schon zu viel für die Quellen der antiken Welt, die sie entsprechend dann als Frau beschrieben haben, die eben tut, was ihr nicht zukommt. Und dann ist der nächste Schritt bei einer solchen Frau, dass sie die Ehe bricht, dass sie vergiftet, dass sie zum Mord anstiftet. Alexander lässt seinen Vater nach makedonischem Brauch bestatten. Die Grabanlage in Vergina liegt unter einem Hügel. Ob es sich wirklich um das Grab von König Philipp handelt, ist jedoch umstritten. Dafür spricht die überaus reiche Ausstattung der Grabkammer. Wohin das Auge blickt, glänzt Gold. Die fein ziselierte Krone ist ebenso aus dem edlen Metall wie die reich verzierte Urne für die königliche Asche. Den deutlichsten Hinweis aber liefert das Motiv auf dem Deckel der Urne. Dort prangt der Stern von Vergina, das Symbol der makedonischen Könige. Philipps Tod ebnet Alexander den Weg auf den Thron. Aber er ruft auch die alten Widersacher auf den Plan. Wie sein Vater muss auch der junge König seine Herrschaft durchsetzen. Und das nicht nur in der Heimat. Alexander fängt wieder bei Null an. Allen voran nutzen die Athener den Machtwechsel, um die makedonische Vorherrschaft über Griechenland erneut in Frage zu stellen. Die Götter haben unsere Gebete erhört. Sie haben den Tyrannen Philipp mit dem Tod bestraft. Jetzt müssen wir handeln. Jetzt ist die Stunde, sich gegen Alexander aufzulehnen und Chaironeia zu retten. Für die Freiheit Athens! Zu den Waffen! Als erstes proben die Stämme kurz zu erobern, sondern er wollte eine dauerhafte Herrschaft begründen. Und am besten können wir das nachvollziehen bei der Gründung von Alexandria. Hier hat er schon im Blick die gewaltigen Ressourcen, die Ägypten und der Orient zu bieten hatten, die wirtschaftlichen Ressourcen. Hier wird eine große Hafenstadt geplant, die ja, die Welt des Nils, das reiche Ägypten mit der Welt des Mittelmeers, wie ein Scharnier verbindet. Alexander hat aber noch größere Reichtümer vor Augen. Und die findet er im Perserreich. Im Frühjahr 331 vor Christus macht sich der Feldherr auf den Weg. Ihn kann nichts mehr aufhalten. Nicht einmal ein Friedensangebot des Großkönigs. Alexanders Armee hat den Euphrat überschritten. Also hat er mein Angebot nicht angenommen.
Wie viele Soldaten hat er? Unsere Späher schätzen sie auf 40.000 Mann. 40.000. Wir sind im Haus hoch überlegen. Wir können mehr als doppelt so viele aufbieten. Alexander zieht an den östlichen Tigris. Dort erwartet ihn Dareios bei Gaugamela im heutigen Irak. Diesmal hat der Perserkönig eine weite Ebene gewählt, in der sich sein riesiges Heer voll entfalten kann. Ohne die Gunst der Götter zieht kein Grieche in den Kampf. Am Vorabend der Schlacht vollzieht der Priester das Ritual. Alexander und seine Gefährten haben gute Gründe, himmlischen Beistand zu suchen. Denn dieses Mal hat Dareios seine Hauptstreitmacht aufgeboten. Das sind mehr als 100.000, Alexander. Warum hast du Dareios Friedensangebot nicht angenommen? Was hat er dir für seine Familie geboten? Alle Länder westlich des Euphrats und 10.000 Talente. Nicht mehr, als wir uns bereits genommen haben. Es ist leicht, etwas anzubieten, was man gar nicht mehr besitzt. Ich hätte sein Angebot angenommen, statt jetzt alles aufs Spiel zu setzen. Wäre ich du, Parmenion, hätte ich das vielleicht auch gemacht. Aber so wenig, wie es zwei Sonnen am Himmel geben kann, so wenig kann es zwei Könige geben, die über Persien herrschen. Ach, und ich dachte, es geht dir um Rache für die feigen Überfälle der Perser auf unsere Heimat. Aber darum geht es offensichtlich längst nicht mehr. Du willst es deinem toten Vater beweisen. Du willst größer sein als er, größer sein als alle Helden Griechenlands. Und wenn es so ist? Bisher haben wir nur Länder befreit, die von den Persern unterworfen worden sind. Und wenn sie dem König einen Sohn schenkt, bekommt er den Thron. Lasst uns anstoßen! Lasst uns trinken auf das Königspaar. Heil ihnen! Auf dass es uns einen Thronfolger reinen makedonischen Blutes schenke. Siehst du? Was willst du damit sagen? Alexander! Aus ihm spricht der Wein. Er ist es nicht wert. Ich bin der Thronfolger. Entschuldige dich, Alexander. Attalos ist mein Gast. Ich entschuldige mich. Wenn du mir den nötigen Respekt zollst. Noch bin ich der König. Noch bin ich der König. Noch entscheide ich. Und du hast mir zu gehorchen. Gehorche! Dir gehorchen? Schau dich doch mal an! Du willst dein Heer gegen die Perser führen? Du schaffst es nicht mal von einem Tisch zum anderen. Ihr Sturköpfe, gemeinsam habt ihr Griechenland im Kampf vereint und jetzt streitet ihr im eigenen Haus. Komm, wir sind hier nicht mehr erwünscht. Geh nur. Ich will dich nie wiedersehen. Alexander und seine Mutter gehen ins Exil nach Epirus, in die Heimat von Olympias. Ein kleines Küstengebiet am Ionischen Meer. Monate vergehen ohne jeglichen Kontakt zwischen Vater und Sohn. Sollte es zu keiner Versöhnung kommen, ist Alexanders Rolle als Thronfolger in Gefahr. Zudem wird er dringend für den Persienfeldzug gebraucht. Der makedonische Hof schickt einen Diplomaten nach Epirus. Du hast nach mir gerufen, Mutter? Alexander. Mein alter Freund. Demaratos kommt vom Hof deines Vaters. Er sagt, Philipp will sich wieder mit dir versöhnen. Hat er das gesagt? Du kennst ihn. Eine Entschuldigung kommt ihm noch schwerer über die Lippen als Lob. Aber ich versichere dir, er bereut euren Streit und wünscht sich nichts sehnlicher als die Rückkehr seines Sohnes. Nichts als leere Worte. Hat dich Philipp nicht genug gedemütigt? Statt vor ihm in die Knie zu gehen, solltest du dir holen, was dir berechtigterweise zusteht. Mit dem Schwert in der Hand. Aber er ist mein Vater. Zeus ist dein Vater. Lass uns allein. Mutter. Ihren Sieg.
Was ist mit dir, Alexander? Es geht los. Wir ziehen gegen die Perser. Wir? Wohl kaum. Mein Vater hat sich anders entschieden. Bevor wir nach Persien ziehen dürfen, geht Parmenion als Vorhut voraus. Ohne uns. Was? Ohne uns? Hat dein Vater schon vergessen, wem er den Sieg in Chaironea verdankt? Was glaubt er? Ich glaube, er fürchtet, ich sei besser als er. Du solltest dir weniger Sorgen um Philipp machen, als um seine neue Frau. Mutter, warum? Vater hatte immer viele Frauen. Warum sollte mich genau seine neueste stören? Sei nicht dumm. Dein Vater wird dich jetzt fallen lassen. Mutter, bitte. Denn ihm ist seine neue Braut wichtiger, als ich es je sein konnte. Nicht wegen ihrer Schönheit, sondern weil sie eine echte Makedonin ist. Und wenn sie dem König einen Sohn schenkt, bekommt er den Thron. Lasst uns anstoßen! Lasst uns trinken auf das Königspaar! Heil ihnen! Auf dass es uns einen Thronfolger reinen makedonischen Blutes schenke! Siehst du? Was willst du damit sagen? Alexander! Aus ihm spricht der Wein. Er ist es nicht wert. Ich bin der Thronfolger! Entschuldige dich, Alexander. Attalos ist mein Gast. Ich entschuldige mich, wenn du mir den nötigen Respekt zollst. Noch bin ich der König. Noch bin ich der König. Noch entscheide ich. Und du hast mir zu gehorchen. Gehorche! Dir gehorchen? Schau dich doch mal an! Du willst dein Heer gegen die Perser führen? Du schaffst es nicht mal von einem Tisch zum anderen. Ihr Sturköpfe, gemeinsam habt ihr Griechenland im Kampf vereint und jetzt streitet ihr im eigenen Haus. Komm, wir sind hier nicht mehr erwünscht. Geh nur. Ich will dich nie wiedersehen. Alexander und seine Mutter gehen ins Exil nach Epirus, in die Heimat von Olympias. Ein kleines Küstengebiet am Ionischen Meer. Monate vergehen ohne jeglichen Kontakt zwischen Vater und Sohn. Sollte es zu keiner Versöhnung kommen, ist Alexanders Rolle als Thronfolger in Gefahr. Zudem wird er dringend für den... Hab keine Angst. Du fürchtest dich vor deinem eigenen Schatten, nicht wahr? Dreh dich. Ruhig. Seht ihn euch an. Das ist mein Sohn. Mein Junge sucht dir ein passendes Königreich. Makedonien ist zu klein für dich. Alexanders Pferd Bukephalos ist das berühmteste Tier der Antike. Der Hengst wird zum treuen Wegbegleiter des Kronprinzen, auch später auf dem Schlachtfeld. Aber dass der Königssohn das Tier gezähmt hat, ist vermutlich nur eine Legende. Sie markiert den Endpunkt von Alexanders Kindheit und erzählt von seinem Führungstalent. Solche Geschichten sind doch Versuche von Menschen, sich etwas ganz Besonderes zu erklären, sich ein besonderes historisches Ereignis oder eine besondere historische Figur, Gestalt zu erklären. Und da kommt dieser Junge und gibt sich geradezu als Pferdeflüsterer und bringt dieses Pferd gleichsam psychologisch zu freiwilligem Gehorsam. Damit beschreibt diese Geschichte eigentlich das mitreißende Charisma Alexanders des Großen. Fest steht, mit 16 eröffnen sich für Alexander neue Wege. Aus dem Jungen ist inzwischen ein durchtrainierter Mann geworden. 340 vor Christus wird der Thronfolger offiziell mündig gesprochen und erhält von seinem Vater die erste Aufgabe. Während der Abwesenheit von König Philipp soll Alexander fortan die Regierungsgeschäfte übernehmen.
Hiermit gebe ich mein Königreich in deine Obhut. Und ernenne dich zum Mitregenten. Seit Philipp die Küsten im Norden der Ägäis unter seine Kontrolle gebracht hat, fühlen sich die Griechen im Kernland zunehmend von ihm bedroht. Vor allem das mächtige Athen wehrt sich gegen seinen zunehmenden Einfluss. Denn als die Perser den Tempel der Stadt niedergebrannt haben, waren die Makedonen auf der Seite der Angreifer. 150 Jahre später erstrahlt die Akropolis wieder in neuem Glanz. Sie ist das Symbol der herausragenden Stellung der antiken Metropole. Am Fuß des Heiligen Bezirks erstreckt sich die Stadt. In Spitzenzeiten leben dort etwa 80.000 Persern unterworfen worden sind. Hier und jetzt stehen wir in ihrem Land und unterwerfen sie. Dann lass uns die Perser überraschen und noch heute Nacht angreifen. Das wäre feige. Ich will den Sieg nicht stehlen. Ich will, dass wir ehrenhaft kämpfen. Aug um Aug, bei Tagesanbruch. Ihr habt's gehört. Schlagt euer Lager auf. Wir könnten doch wenigstens das Gelände erkunden. Wenn ihr so wollt. Also trefft alle nötigen Vorkehrungen und ruht euch dann aus. Uns steht Großes bevor. Das Superheer von Darius erstreckt sich über 5 Kilometer. Ein Frontalangriff ist völlig aussichtslos. Also startet Alexander ein Ablenkungsmanöver. Der Makedone reitet zunächst parallel zu den persischen Reihen, während seine Fußtruppen im Zentrum zum Sturm ansetzen. Perser sollen glauben, dass er sie überflügeln will. Dabei lockt er seine Gegner nur so lange hinter sich her, bis ihre Front auseinanderreißt. Dann machen Alexander und seine Gefährten eine Kehrtwendung. Sie preschen in die Lücke im Zentrum, um Darius anzugreifen. Nur die Leibwache steht ihnen noch im Weg. Darius sieht regungslos zu, wie ihm Alexander immer näher kommt. König, es ist zu gefährlich. Nimm mein Pferd und bring dich in Sicherheit. Weglaufen? Wieder? Du musst. Nur solange du lebst. Eine Hochzeit zwischen den Häusern von Philipp und Olympias soll die Familie wieder vereinen. Der Streit hat für Unruhe gesorgt. Im Interesse des Königreichs wollen Vater und Sohn jetzt Einigkeit und Stärke demonstrieren. Was König Philipp nicht ahnt, unter den Gästen ist ein Mörder. Seht her, Vater und Sohn wieder vereint. Aber nicht jedem scheint die Versöhnung zwischen Vater und Sohn zu passen. Alexanders Vater fällt einem Attentäter zum Opfer. Vater.
Es ist Philipps eigener Leibwächter, der den König niedergestreckt hat. Vater! Helf dir doch jemand! Doch für Philipp kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt mit 46 Jahren. König Philipp ist tot! Es lebe König Alexander! Der Weg zur Macht ist frei. Alexander ist der neue König von Makedonien und oberster Heerführer von Griechenland. Lang lebe König Alexander! Lang lebe! Schnell kochen Gerüchte hoch, ob Alexander oder seine Mutter hinter der Bluttat stecken. Beide haben ein Motiv. Besonders verdächtig ist Olympias. Ihre Stellung am Hof ist gefährdet, seit Philipp eine neue Frau hat. Und sie fühlt sich durch die Nebenbuhlerin gedemütigt. Womöglich geht es nur um Rache. Wenn Olympias vorher den Eindruck erweckt hat, dass sie ihre Stellung halten möchte am Hof, dass sie sich für ihren Sohn Alexander einsetzen möchte, dann war das möglicherweise schon zu viel für die Quellen der antiken Welt, die sie entsprechend dann als Frau beschrieben haben, die eben tut, was ihr nicht zukommt. Und dann ist der nächste Schritt bei einer solchen Frau, dass sie die Ehe bricht, dass sie vergiftet, dass sie zum Mord anstiftet. Alexander lässt seinen Vater nach makedonischem Brauch bestatten. Die Grabanlage in Vergina liegt unter einem Hügel. Ob es sich wirklich um das Grab von König Philipp handelt, ist jedoch umstritten. Dafür spricht die überaus reiche Ausstattung der Grabkammer. Haben unsere Gebete erhört. Sie haben den Tyrannen Philipp mit dem Tod bestraft. Jetzt müssen wir handeln. Jetzt ist die Stunde, sich gegen Alexander aufzulehnen und Chaironeia zu retten. Für die Freiheit Athens. Zu den Waffen. Als erstes proben die Stämme im Norden den Aufstand. Dann die großen Stadtstaaten, angeführt von Athen und Theben. Keiner will zu spät kommen, wenn das Fell des Bären verteilt wird. Doch noch ist der Bär nicht erlegt. Alexander zieht im Eilmarsch von den Kriegsschauplätzen im Norden vor die Tore Thebens. Doch bevor er die Stadt stürmt, setzt er auf Diplomatie. Er will die Thebaner verschonen, wenn sie sich unterwerfen. Und? Die Thebaner geben nicht nach. Sie sagen, dass sie lieber für ihre Freiheit kämpfen wollen, statt sich einem Tyrann zu unterwerfen. Einige glauben sogar, du seist im Kampf gefallen. Dann wird sie wohl ein Toter das Fürchten lernen. Weil die Thebaner nicht freiwillig aufgeben, statuiert Alexander ein Exempel. Seine Truppen erobern die Stadt und machen sie dem Erdboden gleich. Mehr als 6000 Menschen sterben. Es sollen keine Zweifel aufkommen, weder bei Feind noch Freund. Alexander ist entschlossen, seine Macht durchzusetzen, mit allen Mitteln. Selbst den Überlebenden des Massakers gewährt er keine Gnade und schickt sie in die Sklaverei. Niemals Schwäche zeigen. Diese Lektion hat Alexander gelernt. Die Zerstörung Theben war ein ganz klares Signal für alle Städte in Griechenland, die die Idee hatten, wir schütteln die Vorherrschaft Makedoniens ab, die eben darin bestand, dass der König von Makedonien der Heerführer des korinthischen Bundes war. Die Bürger Athens an Alexander, den König von Makedonien, den neuen Führer des Bundes von Korinth. Wir feiern dich.
dann will ich gern ihr König sein. Von Babylon aus zieht Alexander weiter nach Susa und dann nach Persepolis. Dort liegt der persische Staatsschatz, den er braucht, um die hohen Kriegskosten zu decken. Für die meisten seiner Männer ist Persepolis das Ziel ihrer Mission. In Persepolis wollen die Makedonen ihren Rachefeldzug gegen die Perser zu Ende bringen. Wir haben uns auf dem Schlachtfeld an den Persern gerecht. Lasst uns das Werk vollenden. Mit einer Fackel. Hoi! 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 Alexander! Hoi! 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 Was soll das? Du bist jetzt König von Persien. Wieso willst du deinen eigenen Palast niederbrennen? Vielleicht hat er recht. Was seid ihr für Männer? Ihre Frauen dürfen wir nicht schänden und nun versagen wir uns auch noch ein Freudenfeuer. Seht so eure Rache aus? Mein Sohn, lass es gut sein. Wir haben unsere Mission erfüllt. Wir sollten endlich nach Griechenland zurückkehren. Niemals! Bevor Dareios nicht vor mir im Staub liegt, gibt es... die damals unsere Stadt verwüstet haben. Nicht die Makedonen. Als Freunde, nicht als Bedrohung sollten wir sie betrachten. Und deswegen lieber mit ihnen verbündet die Perser angreifen und vernichten. Aber die Makedonen sind keine Griechen, sie sind Barbaren. Und genauso wie diese Perser voller Niedertracht. Wenn wir uns mit ihnen verbünden, dann holen wir uns den Feind direkt ins eigene Haus. Der Konflikt zwischen Athen und Makedonien spitzt sich zu, als Philipp zum obersten Schutzherrn von Delphi gewählt wird. Das Orakel im Tempel des Apollon ist einer der heiligsten Orte aller Griechen. Mit seiner neuen Funktion droht Philipp, die alte Großmacht Griechenlands in den Schatten zu stellen. Das elitäre Athen kann es nicht ertragen, vom Emporkömmling Makedonien überstrahlt zu werden. In ganz Griechenland wird nach Verbündeten gesucht, um den verhassten König zu stoppen. Als Athen und Theben Philipp den Krieg erklären, tritt Alexander mit seinen Gefährten zum Kampf an. Die meisten aus seiner engen Gefolgschaft kennt er aus Kindertagen. Da ist Kleitos, ein erfahrener Kämpfer. Parmenion, der alte General seines Vaters. Dessen Sohn Philotas, der mit Alexander unterrichtet wurde. Genauso wie Ptolemaios und sein bester Freund Hephaistion. Alexander brennt darauf, ins Gefecht zu ziehen. Es ist die erste große Schlacht des Mitregenten. Sie entscheidet über die Vormachtstellung der Makedonen in Griechenland.
Die Armeen treffen in der Ebene von Chaironea aufeinander. Alexander steht an der Spitze der königlichen Reiterei. Es geht um Ruhm und Ehre, Leben und Tod, alles oder nichts. Hast du nicht mal gesagt, dein Vater lässt keinen Ruhm mehr für uns übrig? Da habe ich mich wohl geirrt. Macht euch bereit! Auf mein Kommando! Auf Alexander und seine Männer wartet eine große Herausforderung. Denn sie sollen den Angriff eröffnen. Wie Achill und Patroklos. Auf beiden Seiten stehen sich rund 30.000 Mann gegenüber. Unter Alexanders Führung kämpft die königliche Reiterei gegen die Heilige Schar, die gefürchtete Elitetruppe aus Theben, als er in Gordion sein Winterquartier aufschlägt. Dort bestaunt er den Wagen des Phrygerkönigs Gordius, der in einem Tempel steht. Und das soll der Wagen eines Königs sein? Es heißt, er gehörte Gordius, dem König der Phryger. Als die Phryger einen König gesucht haben, befahl ihnen das Orakel, den ersten Mann zu wählen, der ihnen auf einem Wagen begegnet. Und das war zufällig Gordius? So schnell wird man hier also König. Ja, aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Siehst du den Knoten da? Was ist damit? Es heißt, wem es gelingt, diesen Knoten zu lösen, wird Herrscher über das gesamte Perserreich. Der Knoten scheint weder Anfang noch Ende zu haben. Vermutlich ist die Geschichte vom gordischen Knoten nur eine Legende. Aber sie sagt viel über das Alexanderbild der Antike. Diese Sache mit dem Schwert, ich weiß, die spricht ja nun wirklich für sich. Sie sagt, Alexander, ich mache das auf meine Methode. Alle Leute sind gescheitert, aber ich zeige ihnen, wie man das macht. Und das hatte natürlich demonstrative Wirkung, auch für die Einheimischen und für die Öffentlichkeit. In der Zwischenzeit formiert der Perserkönig den Widerstand gegen die Eindringlinge. Im heutigen Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien zieht er seine Truppen zusammen. Auch Alexander setzt seine Armee in Bewegung. Er kann es kaum erwarten, sich mit dem Großkönig zu messen. Doch in seinem Eifer zieht er an den Persern vorbei. Eine gefährliche Situation, denn mit den Persern im Rücken ist keine Umkehr mehr möglich. In Issos stellt sich Alexander dem Gegner. Der König der Makedonen und mächtigste Mann Griechenlands gegen Darius, den persischen Weltherrscher mit über 70.000 Kriegern. Männer! Der Feind steht zwischen uns und unserer Heimat. Wir werden siegen oder untergehen, denn ein Rückzug ist ausgeschlossen. Doch lasst euch nicht vom Glanz und der Größe unseres Gegners blenden. Ich sehe, was ihr seht. Doch keiner von euch sieht es mit meinen Augen. Der Großkönig unterschätzt uns. Also habt Mut, denn das ist nicht das erste Mal, dass wir vor einer Übermacht stehen. Und es ist nicht das letzte Mal, dass wir siegen! Ja! Mein König, es ist zu gefährlich. Nimm ein Pferd und bring dich in Sicherheit. Weglaufen? Wieder? Du musst. Nur solange du lebst, ist dein Reich nicht verloren. Los! Alexander! Mein Vater braucht dich an der linken Flanke. Sonst schirmen die Perser unser Lager. Das kann doch nicht wahr sein, diese alte Narr! Darius! Wieder entkommt Darius.
Und wieder besiegelt seine Flucht die Niederlage der Perser. Antike Künstler halten das Duell für die Nachwelt fest. Heute würde man Alexanders Kampf gegen Darius als Angriffskrieg ächten. Doch damals feiert man ihn als glorreichen Sieger, nicht nur in Griechenland. Der Sieg in Gaugamela zeigte der persischen Öffentlichkeit, dass auf die persische Militärmacht nicht mehr zu vertrauen war. Alexander musste ja keine von den großen persischen Städten erobern. Babylon hat ihm die Tore geöffnet, Susa haben die Tore geöffnet, Ekbatana hat ihm die Tore geöffnet. Komm rein, nicht wahr? Hier hast du die Schätze. Das heißt, die Perser selber haben Abschied genommen von den Achämeniden und von Darius. 331 vor Christus erreicht Alexander Babylon, die größte und wichtigste Metropole im Orient. Unter Jubel wird er dort empfangen. Der Regierungssitz der Perser blickt auf eine über tausendjährige Geschichte zurück. Berühmt ist der Tempel zu Ehren von Gott Marduk, besser bekannt als Turm zu Babel. Was habe ich dir gesagt? Das Zelt des Großkönigs war nur ein kleiner Vorgeschmack. Unglaublich. Sogar das stolze Athen erblasst beim Anblick Babylons. Dies ist die schönste und prächtigste Stadt, die ich jemals gesehen habe. Alexander und Hephaistion kennen Babylon und das Perserreich bislang nur aus Erzählungen. Die Pracht und den Luxus, den sie dort vorfinden, passt nicht zu den Beschreibungen ihres alten Lehrers Aristoteles. Der große Grieche hat behauptet, Perser und Babylon
Herakles. Das ist alles Unsinn. Also, was will er wirklich? Die Griechen wollen Rache nehmen für die Zerstörung Athens und die Besetzung Kleinasiens. Alexander aber will noch mehr. Und was? Macht. Er will meinen Thron. So ist es. Du solltest die Verteidigung deines Reiches nicht länger deinen Vasallen überlassen. Wer könnte unser Heer besser führen als du selbst? Er wird es bereuen, dass er den Schoß seiner Mutter verlassen hat. Sammle unsere Truppen. Sag ihnen, ihr König, zieht in den Krieg. Von den Grenzen Griechenlands über die heutige Türkei, sämtliche Staaten im östlichen Mittelmeerraum, bis ans Ende der damals bekannten Welt, das ferne Indien, erstreckt sich das Riesenreich der Perser. Zigtausende Quadratkilometer aus Bergen und Gebirgszügen, Wadis und Wüsten, undurchdringlichen Dschungeln und endlosen Küsten. Die alles überstrahlende Hauptstadt des Reiches heißt Persepolis. Das religiöse Zentrum liegt im Mutterland der Perser, im Süden des heutigen Iran. Obwohl die Paläste längst verfallen sind, vermitteln sie einen Eindruck von der Pracht und Machtfülle ihrer Erbauer. Reliefs zeigen die vielen Nationalitäten des Riesenreiches. Syrer, Ägypter, Inder gehören dazu. Außerdem Araber. Sie alle sind angetreten, um dem Großkönig am Neujahrsfest Geschenke zu bringen. Die Perser sind ein Vorbild. Unter ihrer Herrschaft leben verschiedenste Völker friedlich vereint. Doch manche wehren sich gegen die Fremdbestimmung. Das Perserreich steht in der Tradition der orientalischen Weltreiche, der assyrischen, der sumerischen Großreiche. Auch der Weltreichsgedanke ist fest verankert bei den Persern. Und sie haben es ja tatsächlich jahrelang geschafft, also eine politische Ordnung aufzubauen, die ein Zusammenleben in diesen Räumen, in diesen riesenhaften Räumen ermöglichten. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht verkennen, dass das Perserreich große Schwächen hatte. Und auch in Kleinasien haben sich immer Widerstände gegen die persische Herrschaft gezeigt. Und das sind alles Dinge, die Alexander genutzt hat. Deswegen konnte Alexander auch innerhalb des Perserreiches
wandert seine Armee erst einmal nach Süden. Er will Dareios Verbündete am Mittelmeer bezwingen, damit sie ihm nicht in den Rücken fallen. Die meisten feiern ihn als Befreier. Tyros aber will nicht kampflos aufgeben. Wie alle, die sich Alexander in den Weg stellen, wird auch Tyros grausam bestraft. Danach zieht Alexander weiter ins persisch besetzte Ägypten. Nicht unbedingt aus militärischer Notwendigkeit, sondern eher aus Neugier auf die alte Hochkultur. Viele Griechen bewundern das Pharaonenreich. Die Herrschaft über Ägypten verspricht Alexander höchstes Ansehen in der Heimat. Er tritt dort nicht als Eroberer auf, sondern besucht die Tempel und betet zu den Göttern der Ägypter. Dafür feiern sie ihn als Befreier vom persischen Joch und verehren ihn als neuen Pharao. Mehr noch, sie sehen ihn als Sohn des Sonnengottes Amun-Re, für Alexander eine Bestätigung seiner gottgleichen Stellung. Im geliebten Land will der Makedone ein Zeichen setzen. Deswegen gründet er die Stadt Alexandria. Sie entwickelt sich zu einer der größten Metropolen des Mittelmeers. Insgesamt gründet Alexander mindestens 10 Städte. Alexandria ist weder die erste noch die letzte, aber die größte und glanzvollste. Dass Alexander Städte gegründet hat, hat zunächst mal eine ganz besondere Bedeutung, weil es zeigt, ihm war es nicht darum getan, irgendetwas mal kurz zu erobern, sondern er wollte eine dauerhafte Herrschaft begründen. Und am besten können wir das nachvollziehen bei der Gründung von Alexandria. Hier hat er schon im Blick die gewaltigen Ressourcen, die Ägypten und der Orient zu bieten hatten, die wirtschaftlichen Ressourcen. Hier wird eine große Hafenstadt geplant, die ja, die Welt des Nils, das reiche Ägypten, mit der Welt des Mittelmeers wie ein Scharnier verbindet. Alexander hat aber noch größere Reichtümer vor Augen. Und die findet er im Perserreich. Im Frühjahr 331 vor Christus macht sich der Feldherr auf den Weg. Ihn kann nichts mehr aufhalten. Nicht einmal ein Friedensangebot des Großkönigs. Alexanders Armee hat den Euphrat überschritten. Also hat er mein Angebot nicht angenommen. Wie viele Soldaten hat er? Unsere Späher schätzen sie auf 40.000 Mann. 40.000. Wir sind ihm haushoch überlegen. Wir können mehr als doppelt so viele aufbieten. Der Junge träumt davon, immer der Beste zu sein und alle zu übertreffen. Wie Achill, der mythische Kriegsheld aus der Sage um den Trojanischen Krieg. Im siegreichen Kampf um Troja spielt Achill die Hauptrolle. Er ist unverwundbar und gilt als tapferster Krieger der Griechen. An seiner Seite kämpft Patroklos, sein treuer Freund. Beide fallen in der Schlacht. Doch ihre Taten machen sie unsterblich. Es ist Aristoteles, einer der größten Gelehrten Griechenlands, der Alexander die Geschichte von Achill nahebringt. Der Königssohn ist gerade 13, als Aristoteles als Prinzenerzieher nach Pella geholt wird. Alexander soll alles über die griechische Kultur lernen. Kampftechniken, Naturwissenschaften, Philosophie und Literatur. Alles, was ein künftiger Herrscher braucht. Ganz oben auf dem Lehrplan steht die Ilias, das berühmteste Werk der Antike. Jeder Grieche kennt die Erzählung um den Krieg von Troja. Weißt du noch, was Achills Vater seinem Sohn mit auf den Weg gab? Er soll immer der Beste und allen anderen überlegen sein. Das könnte auch von meinem Vater stammen. Vielleicht ist dein Vater weiser, als es vielen erscheinen mag. Und gelingt es Achill? Weißt du, Achills Ehrgeiz hat nichts mit dem Ehrgeiz gewöhnlicher Menschen zu tun. Er ist beseelt von heiligem Zorn. Weil er seinen Freund Patroklos rächt und die Leiche des Mörders tagelang durch den Schmutz schleifen lässt? So ist es. Aber er zeigt auch Menschlichkeit, indem er ihm ein würdiges Begräbnis gewährt. Achill hatte die Wahl. Ein langes Leben, das in Vergessenheit gerät.
oder ein kurzes Leben und ewigen Ruhm. Den werde ich nie erlangen. Warum nicht? Mein Vater lässt mir nichts übrig. Bis ich mich beweisen kann, hat er ganz Griechenland allein erobert. Komm her, ich zeig dir was. Komm. Lass ihn Griechenland. Vor dir liegt die ganze Welt. Das Perserreich, das bis an den Rand der Welt reicht, bis nach Indien. Vor über 100 Jahren hat ihr König Griechenland überfallen. Er hat unsere Städte verwüstet und die Akropolis in Athen niedergebrannt. Und dann? Was ist dann passiert? Die Griechen haben sich zusammengeschlossen und die Perser vertrieben. Was bleibt dann für mich? Die Perser sind... Zeus hat dich gezeugt. Zeus ist dein Vater. Und Philipp weiß das und ist eifersüchtig auf dich. Olympia selber muss eine sehr dynamische Frau gewesen sein. Alles, was wir über sie wissen, zeigt, dass sie eine Powerfrau war. Und das hat sie Alexander vererbt. Und das hat sie auch mit Alexander verbunden. Alexanders Leitbild aber ist nicht von dieser Welt. Der Junge träumt davon, immer der Beste zu sein und alle zu übertreffen. Wie Achill, der mythische Kriegsheld aus der Sage um den Trojanischen Krieg. Im siegreichen Kampf um Troja spielt Achill die Hauptrolle. Er ist unverwundbar und gilt als tapferster Krieger der Griechen. An seiner Seite kämpft Patroklos, sein treuer Freund. Beide fallen in der Schlacht. Doch ihre Taten machen sie unsterblich. Es ist Aristoteles, einer der größten Gelehrten Griechenlands, der Alexander die Geschichte von Achill nahebringt. Der Königssohn ist gerade 13, als Aristoteles als Prinzenerzieher nach Pella geholt wird. Alexander soll alles über die griechische Kultur lernen. Kampftechniken, Naturwissenschaften, Philosophie und Literatur. Alles, was ein künftiger Herrscher braucht. Ganz oben auf dem Lehrplan steht die Ilias, das berühmteste Werk der Antike. Jeder Grieche kennt die Erzählung um den Krieg von Troja. Weißt du noch, was Achills Vater seinem Sohn mit auf den Weg gab? Er soll immer der Beste und allen anderen überlegen sein. Das könnte auch von meinem Vater stammen. Vielleicht ist dein Vater weiser, als es vielen erscheinen mag. Und gelingt es Achill? Weißt du, Achills Ehrgeiz hat nichts mit dem Ehrgeiz gewöhnlicher Menschen zu tun. Er ist beseelt von heiligem Zorn. Weil er seinen Freund Patroklos rächt und die Leiche des Mörders tagelang durch den Schmutz schleifen lässt? So ist es. Aber er zeigt auch Menschlichkeit, indem er ihm ein würdiges Begräbnis gewährt. Achill hatte die Wahl. Ein langes Leben, das in Vergessenheit gerät, oder ein kurzes Leben und ewigen Ruhm. Den werde ich nie erlangen. Warum nicht? Mein Vater lässt mir nichts übrig. Bis ich mich beweisen kann, hat er ganz Griechenland allein erobert. Komm her, ich zeig dir was. Komm.